Du Huan! Oh oh, oh oh. So. Das war's. Nein, was jetzt? Ladebildschirm oder was? Ich bin doch gerade am Schnetzeln. Upsi, dupsi, dupsi, du. Wir wollen jetzt unentdeckt bleiben. Was hat er für Spackungen gemacht? Wo müssen wir denn hin? Ich denke mal zu dem grünen Kreis. Vorsicht, das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihm vorbeischleichen. Also müssen wir in welches Haus denn? Du willst meine Aufmerksamkeit? Sperrgebiet. Oh, da hinten ist Landschaft. Ja, wir kommen jetzt am besten ins Haus. Auf wen haben die geschossen? Nicht auf mich, ne? So. Und auf wen schießen die? Unentdeckt, nein. Oh, up. Noch sind wir auch unentdeckt geblieben. Was? War anonym werden, um fortzufahren? Aua, was ist los? Ja, was wollt ihr, hä? Stirb! Ja, ich hab meine Kampfmesserchen! So! Das wurde ja nichts mit dem anonym bleiben. Irgendwie haben die mich entdeckt. Was ist denn mal los, Mann? Unmöglich. Jetzt aber. Ha! Abgeschlossen, toll. Gesperrt. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. Oh yeah. So. Ich wollte eigentlich nicht beklauen, aber okay. So, geht das auch. Ich bin immer der, der eher alles mit Gewalt löst. Tut mir leid. Ist immer irgendwie bequemer, ihn einfach von hinten abzumorksen oder so. So, erhalten. Wenn der einen Schlüssel hatte, können wir ihn ja jetzt plündern. Beim Taschenspieler kein Opfer bemerken. Lalalala. Ich glaube, ich habe jetzt den Schlüssel. Das hätten wir natürlich dann. Ganz ohne Gewalt. Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder ich schneid ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein.
3 Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas! Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Ein kleiner Schnitt und keine Ohren mehr. Wie klingt das mit? Du Huan! Ja, zeig sie! Genauso! Oh. So. Das war's. Nein, was jetzt? Ladebildschirm oder was? Ich bin doch gerade am Schnetzeln. Dann müssen wir ja sehr stolz sein, ein so prächtiges Exemplar gezeugt zu haben. Still jetzt! Ich muss mich auf die Arbeit konzentrieren. Halt doch mal still! Ich weiß nicht, wo ich anfange. Nur ein kleines. Und jetzt bist du dran. Wie klingt das, Mr. Church? Hallo! Hallo! Wir haben ihn gerettet. Wer seid ihr? Evan Kenway. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Der Chirurg. Sequenz 2. 100, 200, ne, 150, oh, so. Was war das denn, du Hure? Du schubst mich einfach weg. Glück, dass ich nicht so aggressiv bin, was ich eigentlich sonst immer bin. Nein, aber ich hätte ihn eigentlich jetzt umgebracht. Naja, ich wollte keinen Stress. Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Cyril Thatcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate fort. Dann müssen wir dort hinein. Lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Rekruten. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu ihm. Ja, ich hoffe, den letzten da zu rekrutieren wird irgendwie leichter. Der war ja ziemlich kompliziert, nein. Mal sehen. Es lädt. Ich muss die ganze Zeit gehen, warum? Das ist so nervig. Ich will gar nicht gehen, aber ich muss trotzdem automatisch. Das ist irgendwie lame. Richtig lame. Mission starten, Ladebildschirm immer noch. Lame. Was ist euer Begehr? Neuer Rekord. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Braddock, wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Aha. Hier sind aber viele Rotröcke, du. Dam.
Na. Kurz am Cutten gewesen. So. Ha. Wo müssen wir denn hin? Sind verräterisch. Ihn aber nicht töten. Er ist lieb. Nein, obwohl ich kenne ihn gar nicht. Töte den. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham! General Braddock. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. So leicht da, das finde ich jetzt schon fies, du. Endlich müsste ich ihn jetzt umbringen. Einfach pow, und dann habe ich ihn. Nein. Dass sie jetzt immer so kompliziert machen müssen und ich sage, hier, nimm mit. Das lief nicht ganz wie erwartet. Kaum zu glauben, dass ich ihn einst Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war es hier für uns. Und wie es das Glück will, für Sie auch. Kommt mit. Was plant ihr jetzt? Master Pitcairn zu entführen. Was? So. Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Ach so, ich soll sie nur im Auge behalten. Ja, das kann ich doch gut. Oder was soll ich machen? Wieso, was heißt die Zeit jetzt? Wo sollen wir als nächstes? Vielleicht auf die Marlboro. Was? Mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht das. Ja, was soll ich machen? Hört her! Hier kommt das von Albany! Hat sie von uns. Aber ich soll sie verfolgen, ja dann. Sperrgebiet? Nö. Was kenne ich nicht. Immer diese Zeitdruck-Sachen hier. Wenn die einfach alle umbringen, ist mir leichter. Nur mal so. Was ob sie das Limit für Entdeckungszeit? Hä? Das ist so eine Art Checkpoint immer, ne? Was mache ich denn? Wieso geht die Zeit runter? Hä? Wieso bin ich denn entdeckt? Nein, ich verstehe das wirklich nicht. So, Moment, es lädt eben neu. Was plant ihr jetzt? Och, nö. Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Gut, dann müssen wir sie jetzt verfolgen, ohne entdeckt zu werden. Wenn ich dahinter bin, können wir mich doch gar nicht entdecken. Du hast da oben nichts zu suchen. Ich sehe euch. Upsala. Bleib einfach mal hinter denen so ein bisschen, ohne entdeckt zu werden. Wo sollen wir als nächstes hin? Vielleicht auf die Marlboro. Nein, die Bewohner sind zu zufrieden. Schöne Häuser, unbeschwertes Leben. Ja. Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser auf bis zum Hals. Die werden viel mehr in jede Gelegenheit. Ich glaube, so schaffe ich das eigentlich ganz gut, nicht entdeckt zu werden, wenn ich hier einfach rumhampel und die verfolge.
meinen beiden Messern. Okay. Hopp. Fuck. Nein, ich wurde entdeckt. Nein. Wir sehen uns noch im nächsten Part wieder, wenn ich versuche, nicht entdeckt zu werden. Tschüss. Was plant ihr jetzt?